glaube, es geht schon so ganz langsam aufs Ende zu, oder? Ein sehr kurzes Spiel, wie es mir scheint. Eine Brücke! Aber das ist doch gar nicht wir so schlimm. Wir latschen einfach rum und passen auf! So, ja. Es ist doch gar nicht so schlimm, dass das alles schnell geht, weil ich wollte sowieso nur so als kleines Projekt reinschmeißen hier. Und man kann hier bestimmt sehr viel mehr Zeit verbringen, wenn man das will. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie eine Cutscene oder irgendwie sowas. Aber scheinbar nicht. So, und eben. Ja, wie gesagt, finde ich alles gar nicht so tragisch. Denn ich habe auch schon das nächste Projekt, was ich hier noch machen kann. Deswegen finde ich das alles nicht so schlimm. Yeah! Und man kann das Spiel natürlich deutlich in die Länge ziehen, wenn man jetzt hier alle Nebenquests macht und so weiter. Also, man kann hier schon sehr viel mehr Spaß haben, wenn man alles erledigt. Aber das habe ich jetzt in dem Fall halt nicht gemacht. Könnt ihr dann ja gerne machen. Ich würde euch ja auch nicht alles vorausklauen, ne? Müssen wir hier eigentlich hin? Nein. Achso, hier kommt man wieder da rein. Das will ich aber eigentlich gar nicht. Rückwärts. Vorwärts. Rückwärts. Vorwärts. So, mal gucken, vielleicht klappt es denn ja jetzt. Vielleicht waren wir ein bisschen vorsichtiger. Hallo? Guten Tag. Was sollen wir tun? Ich finde eine Möglichkeit, den Bus in die Skunft zu bekommen. Ja. Achso, ich muss ja ein Relikt beschwören. Ah, okay. Die Idee bin ich jetzt überhaupt nicht gekommen. Und die Brücke ist ein Relikt. Cool. Hey Mangus, komm her. Sieh dir mal meine Brücke an. Ja, siehst du Mangus? Früher wussten die Leute handwerkliches Geschick noch zu schätzen. Und sieh nur, sie wird bereits benutzt. Na, wer kommt denn da? Oh, auch schick. Sieh mal, Eddie. Ich habe endlich mein eigenes Auto. Es hat einen speziellen Rücksitz. Nur für dich. Ophelia, was hast du getan? Weißt du, nachdem du mir das Herz rausgerissen und mich zurückgelassen hast, war ich echt ein bisschen down. Aber dann habe ich mich zusammengerissen und neue Freunde gefunden. Der Vigilis ist nicht dein Freund. Erkennst du nicht, dass er dich nur gegen uns benutzt? Und ich habe all das genutzt, was du mich gelehrt hast, Eddie. Und du hast mich so vieles gelehrt. Von dir weiß ich alles über Vertrauen, Loyalität, über Verrat. Und du hast mich die Macht der Musik gelehrt. Hier kommt ein kleines Stück, das dir todsicher gefallen wird. Nein, ist zurück! Mist! Tja, das war's wohl mit unserem Tod beim Meer der schwarzen Tränen. Nein, das kriege ich schon hin. Aber dafür brauche ich etwa 5000 Kubik Klafter Baumaterial. Was? Ja, schon klar. Es gibt nur einen Ort, wo wir so viel finden. Yep! Und zwar in Bladehenge. Also los! Worauf warten wir noch?
Tja, somit ist auch Ophelia zu Gothic geworden. Ja, das ist ja ganz toll. Boah, und jetzt dürfen wir hier einmal zum Arsch der Welt reisen, habe ich so das Gefühl. Gucken wir uns mal kurz auf der Karte hier um. Okay, naja. Dann eben, ne? Kommen wir nicht drum rum. Wir latschen einfach rum und passen auf. Ja, macht das. Viel Spaß dabei. Wir fahren einfach rum und holen Baumaterial. Hier sieht's ja echt übel aus. Hier sind schreckliche Dinge geschehen. Wir halten die Augen nach Dämonen offen. Ja, hier sieht's echt furchtbar aus. Aber da sind wir ja nicht ganz unschuldig dran, ne? Wie wir ja wissen. Hier haben wir schon einiges ramponiert und randaliert und ja. Und so weiter. So, und jetzt? Beim Blute Ormer Gordons. Wir haben echt merkwürdiges Wetter. Die Keul hat das Land verseucht. Wir sind vermutlich vorgerückt, als wir in Death's Clutch waren. Wir durften Bladehenge nicht schutzlos zurücklassen. Das waren die nicht. Und mal ehrlich, wie lange waren... Ja. Waren wir weg? Na komm, schnell rein. Ja, hier sieht's echt ganz anders aus, krass. Wie schnell die hier alles eingenommen haben. Oh, ob das jetzt so gut war? Weiß ich noch nicht so richtig. Oh, Moment, halt! Wir haben jetzt 10 Stück gefunden. Niemand knibbelt meinen Drachen! Das ist schon übel, also was man hier alles suchen kann. Ah, nein, das war nicht gut. Ups. Oh nein, Eddie! Ja, dir geht's ja gut, du stehst da oben ja drauf. Nicht bewegen. Nee, das war einfach kein guter Weg, glaube ich. Also nochmal. Ich beeile mich auch ein bisschen. Mal ein bisschen gute Musik anmachen hier. Und dann mal gucken, wie wir jetzt auf Velia von der Gothic-Seite bekommen. Ich finde das ja ganz cool. Hier sieht's ja echt übel aus. Mit den ganzen sind schreckliche Dinge umgeht. Geschehen. Das wird für immer ein trauriger Ort sein. Wir halten die Augen nach Dämonen auf. Also Hair Metal ist wirklich furchtbar für dich zumindest. Deswegen fand ich das ja vorne ganz lustig bei Gothic. Naja, das war, da kommt halt ein bisschen drauf an. So, ich habe ja früher auch mal ganz viel Gothic gehört. Also ich bin immer so ein bisschen hin und her gerutscht. Ich habe mit Metal angefangen, bin dann in den Gothic-Bereich gerutscht. Willkommen, einfach, sagen wir es mal so. Beim Blute Ormer Gordons. Wir haben echt merkwürdiges Wetter. Die Keul hat das Land verseucht. Wir sind vermutlich vorgerückt, als wir in Death's Clutch waren. Ja, komm, ich will doch was erzählen. Wir durften Bladehenge nicht schutzlos zurücklassen. Das waren die nicht. Und mal ehrlich, wie lange waren wir weg? Ja, genau. Und bin dann in diese Gothic-Szene rein und danach bin ich jetzt, wie ich jetzt bin. Das heißt... Einfach von jedem ein bisschen, also was so diese schwarze Szene, angeht. Aber hauptsächlich stehe ich im Rock'n'Roll und 80s Metal und sowas. Also, sowas mag ich einfach. Und nicht mehr dieses typische, was man als Metal kennt, dieses, also heutzutage kennt wohl gemerkt, dieses Rumgegrunze, Rumgegröhle, das ist alles keine Musik. Finde ich zumindest. Alter, Waffe. Unfassbar. Hier ist eine Nebenquest, die wollen wir jetzt nicht machen. Uff. Ich dachte gerade, das schaffen wir nicht. Wow, wir waren echt lange weg. Gut. Ein Gegner nach dem anderen. Wir nehmen uns als erstes Ophelia vor und jagen dann die hässlichen Kids aus der Stadt, okay? Wir feiern eine Riesenparty, aber zuerst brauchen wir Baumaterial. So, Baumaterial. Können wir das irgendwie einsammeln? Mann! Ich bin einfach überragend! Wo ist sie denn hin?
So. Könnt ihr mal eben durchschauen. Mal gucken, ob es was Neues gibt. Hallo? Ach du Scheiße. Was haben die da mit den Metalbergen gemacht? Und plus 10. Wohin müssen wir jetzt? Aha, gar nicht weit weg. Ach, da drüben. Ah, Blindfisch. Ha, selbst schuld! Das war's für dich. Okay. Muss ich wieder was beschwören? Nein. Hallo? Ja! Hallo? Sag was. Auto vielleicht? Nein? Wie langweilig. Hä? Hilf Lita mit den Baumaterialien. Ja, mache ich. Gern. Aber wie? Bitte? Was war das gerade für Musik? Ja, jetzt geht's. Seltsam. Was ist das Zeug? Die Kubiklafter? Ja, mehr oder weniger. Rufen wir Mangus, damit wir verschwinden können. Seltsamer Dialog. Das war der Plan. Na gut, rufen wir ihn einfach mal. Hallo. Okay, alles aufgeladen. Können wir jetzt bitte hier verschwinden, bevor uns... Jemand bemerkt! Alle rein in den Bus, los! Und wieder eine Verfolgungsjagd, yeah! Okay, also das gleiche nochmal wie von Null. Okay. Na, wo sind die nächsten, hä? Aha. Alter, da sind ja immer noch welche hinter uns. Einfach durchkämpfen. Das. Oh, jetzt sind ihre Freunde hier. Ja, okay. Das ist der beste Weg war. Ah, ja. Du musst das nachher wieder reparieren. Ups. Der Song ist auch nicht cool. Na, ich bin so still bei dem Spiel, das tut mir unglaublich leid, aber ich muss mich hier so konzentrieren teilweise. Ah, komm schon. Hey. Aber jetzt kriege ich die mal alle, glaube ich. Uiuiuiui. Eddie! Yeah!
war gut. Was für der nächste? Pam! Na komm! Nicht mal hinter uns rumfliegen würden. Ich hab auch zu Angst, dass ich mich, wenn ich mich zu weit fliegen lasse, dass ich da nicht mehr hinterherkomme. Fuck, da. Okay. Uiuiui. Gut, dass die Physik hier drin komisch ist. Weg mit euch! Ah, wie soll ich es jetzt geschafft haben? Yeah! Tschüss! Schön! Brutaler Sieg! Ein erneuter Sieg und wir bauen mal eben eine Brückenbühne. Oh, schön. Sehr schön. Ja dann, so geht's eben auch, ne? Hey, ich weiß ja, dass du auf Pyrotechnik stehst, aber geht das auch unauffälliger? Wir wollen Ophelia überraschen, schon vergessen? Hey, Mann! Das passt schon! Alles ist gut! Entspann dich mal! Was zur Hölle war das? Das willst du nicht wissen. Hi, Eddie! Na, Schmiede mit dem Baron Pläne! Yeah, das machen wir auch. Ich mach direkt weiter. Ach ja, warum nicht? Oh. Okay, ich habe einen Plan. Verbrennen? Nein. Mit dem Bus überfahren? Nein. Etwa vergiften? Nein, ich werde sie rekrutieren. Sie treten unserer Armee bei. Das meinst du nicht ernst? Doch, meinen wir. Und zwar tot ernst. Also hier ist der Plan. Wir fangen die Viecher in einem Ring aus Feuer. Und Lita springt von oben auf eine Bestie und reitet sie in den Käfig. Welcher Käfig? Der, den du bauen wirst. Und wie soll ich sie kontrollieren? Mit deiner sturen und energischen Persönlichkeit. Und was dann? Überredest du sie einfach, an unserer Seite zu kämpfen? Keine Fragen mehr! Ich kann euch jetzt nicht den ganzen Plan verraten, okay? Zu eurem eigenen Schutz, falls man euch gefangen nimmt. Okay, aufsatteln! Schöne Ausrede. Und ein schöner Käfig, den er da mal eben hingezaubert hat. So, das hier ist das Gebiet, in dem wir sie fangen werden. Das macht es Lita leichter. Total leicht. Ab geht's! Schön, ja dann. Los! Dann fangen wir mal wieder Monster. Hey, wach auf! Leider wacht er nicht auf, wie es aussieht. Ups. Hallo. Kommt durch die Löcher in den Wänden! Ist er jetzt wach? Ah ja, ist er. Wow, wow, wow! Nicht so nah! Ich bleib! Wow, wow, wow! Hä? Was? Ich bin verwirrt, Leute. Scheiße, sind die heiß! Nicht so nah! Weil jetzt habe ich den nicht ganz abgeschlossen. Warum verbrennst du sie? Ich dachte, wir brauchen sie lebend. Ja, weil ich zu blöd bin, ganz einfach. Oh, das läuft gar nicht nach Plan. Nein, tut's nicht. Und ich finde diese Mission gerade blöd. Warum verbrennst du sie? Ich dachte, wir brauchen sie lebend. Alter.
Fiona! Warum verbrennst du sie? Maul. Ich dachte, wir brauchen sie lebend. Ich krieg damit doch in dem Leben keinen Kreis hin. Ich bin viel zu blöd dazu. Oh, das läuft gar nicht nach Plan. Also, ne. Wow, wow, wow. Hey, netter Ring, Eddie. Aber da ist nichts drin. Ja, ich hab... Ich dachte, ich hätte einen. Nach tausendmal... Tut mir Ring, echt leid. Tausend Jahren mal einen Ring geschaffen. Wow, wow, wow. Boah, Alter. Ich krieg sowas doch nicht hin. Ich fahr doch nie Autos. Oh, das läuft gar nicht nach Plan. Hallo? Alter. Nicht so nah! Alter, das gibt's doch nicht. Warum verbrennst du sie? Ich dachte, wir brauchen sie lebend. Wow, wow, wow. Ich kann sowas nicht. Tut mir echt leid. Kinders, ich bekomme gerade schlechte Laune. Oh, das läuft gar nicht nach Plan. Wie kriege ich denn damit einen Ring hin? Also... Nicht so nah! Ne, ne. Also, die Stelle finde ich doof. Oh, das so richtig gar blöd. Nicht nach Plan. Na komm, das ist doch jetzt wohl ein Ring. Oh, war wahrscheinlich noch ein Pixel offen oder so. Wow, wow, wow. Alter. Nee. Ist ja einfach nee. Ah, ich krieg... Alter Vater. Oh, das läuft gar nicht nach Plan. Nein, ich will das auch gar nicht. Ey, ich mach das mal ohne euch, ja Kinder? Ich will jetzt nicht die ganze Zeit rumjammern. Bis gleich.